Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist StofiAD und bevor das Video losgeht, eine kleine Info, die jetzt an jeden oder zumindest fast jeden Video kommen wird. Joint doch auf meinen TeamSpeak-Server, den ihr hier findet, auf meinen Discord-Server, wo ihr hier den Link habt in der Videobeschreibung. Oder joint auf meinen Partner TS. Bin da so eine Partnerschaft eingegangen. Da könnt ihr auch jederzeit drauf joinen. Wo bald noch TTT-Server, vielleicht ein Minecraft-Server, auf jeden Fall ein Partnernetzwerk wird es werden. Wo noch einige Server hinzugefügt werden, die jetzt noch nicht vorhanden sind. Also wenn du ein späteres Video siehst, dann schau doch einfach in die Beschreibung. Vielleicht hast du ja das Glück, dass dort schon der eine oder andere Server mit drinne steht. Und wenn nein, dann habt noch etwas Geduld. Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Bis dahin habt ihr auf jeden Fall schon mal die TeamSpeak oder Discord von meinem Partner und mir quasi. Ich bedanke mich fürs Zuhören und jetzt geht's weiter mit dem Video. Drohne. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aaron. Bin Anfangsworte kapiert. bitte. Genau, danke. Zu Volkanters Wendigo jagen, was weiß ich. Folklore Genau so hieß das Hunter! Game. Meine Güte, Warte, Sacker! lass mal in Richtung des Flusses gehen. Da führt ja so ein komischer Fluss lang. Hier ist wieder so ein Schädel. Ich kann irgendwie die Kameras, die ihr aufstellt, nicht switchen, nur meine Aber eigenen. was sagen die Schädel aus, ist meine Frage. Kannst sie rotieren, krass. Ist, glaube ich, auch ein Rätsel. Bestimmt, was die so richtig rotieren, alle irgendwie, keine Ahnung. Ja. Aaron? Ja. Ich kann eure Kameras nicht switchen. Da steht jetzt Kamera 5, die anderen Kameras sind nicht mehr auf meiner Map verzeichnet, aber meine eigenen konnte ich switchen, die ihr abgebaut habt. Wir kommen alle. Vielleicht muss einfach nur einer die Kameras platzieren und. Kann auch sein. Kamera 5. Na gut, das Spiel ist ja noch eine Early Access, also Bugs können auftreten. Ja. Ah, jetzt plötzlich, ah, okay, das kann ja. Ja, aber so eine Animation fehlt es schon ein bisschen seltsam. Aber ich akzeptiere es mal. Okay. Ist ja Early Access halt. Okay, wir gehen jetzt einfach mal den Fluss entlang. Okay. Bin wieder mal der letzte hier hinten. Ich werde wahrscheinlich gleich weggefressen. Ja, Ja, das der wäre dann letzte aber stirbt immer nur zuerst. das wäre aber Aber dann ganz vorne ist auch eine kleiner Kacke, weil Fellow. manchmal ganz vorne ist auch Kacke, ne? Mitte ist immer Beste. Ja. Das wäre aber nur ein kleiner Verlust, Wo wenn lauft du ihr jetzt denn jetzt stirbst. hin? Ich Keine verfolge Ahnung, euch. ich verfolge einfach der Masse. Wieso kommt ihr jetzt? Wir sagen, wir verfolgen den Fluss. Ja, wir laufen jetzt querfeldein. Oh. Ich wollte Cornet. Cornet Dann ist der gehen wir jetzt mal Führer. nach dem Fluss. Der Führer. Sind wir eigentlich wieder bei uns an unserer Map? Ja. Ja. Ich habe auch der Masse Wo ist das aufmerksam scheiß geschrieben. letzte Oh, hier ist Hier in die der Mitte, Brücke. in der Mitte vielleicht. Oder halt unten rechts, da waren wir noch gar nicht. Ja, ich laufe Mitte und dann unten rechts. Wollte ich machen. Gut, ihr beide lauft unten rechts und wer mit. Warte, ich hab mal kurz einen Lump of Charcoal geholt, wie wieder. Ich hab 5 Stück. Jetzt me. Egal, was man in der Hand hält, man ist immer gleich schnell, ne? Ja. Du Ja. kannst die anderen in die Hand legen. Doch, du kannst auch gar nicht, oder? Nee, tatsächlich nicht. Schade. Du kannst Ja. höchstens eine Kamera in der Hand nehmen. Aber ich glaube, dann ist das trotzdem noch genauso lahm. Ja. Wer verfolgt mich eigentlich gerade die ganze Zeit? Dacker. Ist das jetzt verwerflich? Ja, Ah. Dacker. Warte bitte, Bot, nicht ganz so schnell. Aimbot. Oh Leute, was war das hier? Oh Leute, ich höre ein Maschinengewehr. Timed out.
Wer war das jetzt, Zocker? Cornet. Nein. Cornet? Ja. Cornet. Ich glaube, er hat sich mal richtig realisiert. Er hat sich mal richtig realisiert, glaube ich. Cornet, ich glaube, du bist aufgeteilt. Und er redet und redet. Oh nein, Cornet. Er redet und redet. Oh nein. Er redet und redet. Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ja, nee, wir sind noch alle drinnen. Also das liegt an dir. Nee, sein TS ist einfach nur abgestürzt. Ja, dein TS ist einfach abgestürzt. Jetzt läuft Zacker im Kreis. Ich merk. Ich hab einen Reh gefunden. Er schießt ihn. Ja, connect einfach da drauf. Komm wieder rein. Ich hab einen Reh getötet. Das wird dir der Wendigo bestimmt in der Nacht dann. Ich muss wissen, welcher Punkt bin ich denn? Ja, daraus haben wir halt gerade Raw Meat bekommen. Ja, das geht vorne jetzt in sein Businesszimmer. Ah, hi. Weil er automatisch darauf connected, du Genie. Achso, hat er sich das da in seinen Standard-Channel angerichtet? Ja. Und ist unten was im Eck? Nee, ganz viele Rehe. Also richtig viele Rehe. Das ist nichts Gutes. Das bedeutet nichts Gutes. So. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Rehe sind schwule Haie. Ja. Das macht keinen Sinn da. Ja, danke. Hat jemals schon mal irgendwas in unserem Leben Sinn ergeben? Ja, dein Leben ist in deinem Leben nicht. Ja, dein Leben nicht. Was hat in deinem Leben schon mal Sinn ergeben, Sacker? Also er arbeitet wenigstens. Ja, ich arbeite wenigstens. Dann noch Schwarzgeld verdienen mit, nee, das darf und ich nicht erläutern. Und dann kriegst du jetzt noch auf der vollen Haut und lässt dich von den Ad bedienen. Was? Das ist sehr richtig gehört. Ja, okay, dann komm mal zu mir, da verstehst du, was dein Problem ist. Ja, okay, ich du hast wie ich mich weiter erläutern möchte. Euro, hey. Ich komm dann genau, weiter. Genau, 2500 Euro, genau, so viel hat er gekostet. Ja, was hat er gekostet? Das waren 1000. Ja, ja. 500 ja, 1000 Euro. 1600, so 1600. Jetzt mal bitte konzentrieren, es wird wieder Nacht. Warum muss man sich konzentrieren, wenn es dunkel wird? Taschenlampe an und weiterlaufen. Ey! Wegen dem Wendigo, weil der nachts auftaucht. Alter, der kriegt jetzt gleich auf die Mütze. Halt dein Maul, Doc. Halt du dein Maul! Laberst du da unnötige Scheiße. Nein! Ess ein Snickers. Okay, das hatte ich wirklich machen. Bist, wirst du Jogiva. Ja. Ich hab warte. Ich hab den dritten Clou gefunden. Wo? Sehr schön. Im Wald, einfach ein Skelett. Oh, das ist ein Pulti. Carter was taken. He was here last night. Now he's gone. I'm going to kill this fucking creature. Warte mal, bitte bleiben, bitte bleiben. Das dritte Buch hast du gefunden? Nicht Buch, aber Clou. Ja, ach so, diesen einen Stein, ne? Nicht mal einen Stein hat er gefunden. Ja, aber was ist denn dann das, was er gesagt hat? So wir brauchten doch nur das dritte, diesen das war einfach nur ein Hinweis. Ach so. Mehr hab ich auch nicht gesagt. Ein Hinweis, der einfach nichts bringt. Ich hab nämlich Buch verstanden, okay. Aber das war den dritten. Ja, Clou hat auch gesagt, weil es. Oh nein, ich hab hier was gehört. Das Clou war der. Englisch für Hinweis. Ja. Nee, ich hab Buch verstanden. Okay. Das ist. Ja. Also ich kann mich einfach mal von euch. Das heißt, es fehlen jetzt nur noch die zwei Steine. Nur noch die mach Steine, doch nicht vorne mit. Nur noch die Steine. So. Anscheinend sollten wir uns lieber mal auf den Wegen aufhalten. Ja. Wie wär's, wenn wir uns in Zweiergruppen aufteilen? Da bist du eigentlich komplett geistig zurückgeblieben? Ja. Du kannst jetzt alleine da rumlaufen, Alter. Warum auch? Warum? Scheiße, nee, ich bin weg. Ich komm, Conan, warte, ich komm. Er ist hinter dir! Das bin nicht ich, das ist nicht Conan, das bin ich. Ich bin du. Ach, das bist du. Ach, der ist bei mir dann auch? Nein, bitte nicht. Lass einfach zu den anderen. Ja. Oh, die. Dein Corner wird doch gerade vom Wendigo aufgefressen, oder nicht? Nein. Ich werd gerade verfolgt. Ja, dann ist das Corner. Ja, ich bin weg. Ich hab gerade einen Schlag kassiert. Ich bin down. Warte, wie heißt ja, kommst du mir. Ja, ich bin auch ein Schlag. Ich bin auch down. Okay. Hey, er kann sich einfach zu uns hin teleportieren. Und vor uns rum stehen und sofort angreifen. Ich habe ihn.
Da kriegst du mir hoch, da kriegst du mir hoch. Ich bin tot, wie soll ich dir hochhelfen? Pascal, wie helfe ich dir hoch? Mit E? Einfach E drücken, einfach E nur schnell. Einfach nur schnell E, okay. Das war ja schnell. E und dann warst du gleich, bist gleich wieder aufgestanden. Ja, hol doch nicht. Müssen die beiden hochhelfen? Ich weiß nicht, wo. Ach, da liegen. Hallo. Ja, das ist Darkhold. Ja, weil ich näher dran bin. Okay, tschüss. Sollen wir lieber erstmal nochmal zu dir laufen und dann wieder zu mir zurücklaufen? Das merke ich mir. Tut mir leid, Corny. Darkplace hat mich bestochen. Ja, du mich wirklich auf den Wegen aufhalten. Also auf dem Weg hab ich einfach mal random zwei Bärenfeinde gemacht. Ja, ich weiß nicht, was ich dich bestochen hab. Ah, hier ist wieder so ein scheiß Dreckding. Illegale Geschäfte. Warte, das zeigt standardmäßig nach da. Ich hab's gesehen, dass du da. Weißt du, wo er standardmäßig hinzeigt? Wohin? Der zeigt ja, damit hab ich dich bestochen. Damit hab ich dich bestochen. Oder du musst alle Dinge zum Ritual führen lassen. War noch? Weiß ich nicht, kann sein. Was müssen wir dann machen? Keine Ahnung. Ich konnte das rotaten. Ja, das können wir die ganze Zeit. Hab ich noch nie mitbekommen. Aber wir rätseln gerade, wohin wir es rotaten müssen. Ja, weil jetzt würde es halt genau zum Ritual Leute. Zeigen. Oh Leute. Ah, hier ist schon wieder so ein Ding. Kann man echt Sachen auf der Karte markieren? Nee, okay. Ach ja. Das zeigt jetzt weg vom Ritual, oder? Ja. Jetzt würde es wahrscheinlich... Warte. Nein, ich hab das so hingemacht. Ja, da steht jetzt eigentlich alles vor meiner Fresse, Alter. Du. Geh mal kurz weg, Pascal. Und dafür auch so hart, konnte dein Mikro wieder zu atmen. Alter! Ja, jetzt würde der auch in Richtung des Rituals zeigen. Das heißt, alle Schädel müssen so ein Ritual zeigen. Das wissen wir nicht. Vielleicht. Wir raten Leicht. Gerade einfach nur. Ach so. Du kannst ja nicht wissen. Ich dachte, das steht vielleicht in deiner Notiz, die du da gefunden hast. Nö. Wir haben die mal durchgelesen. Ja. Doch, ich hab sie durchgelesen, da stand aber irgendwie... Oh, hier ist ein Skelett. Vierter Clou. 14th March. We have been tracking the creature for 3 days now. We have noticed... He is more active during the night and seems to reclude to some unknown location during daylight. I hope we find him soon. Okay, von Richard. Dann lass mal nach rechts gehen oder links. Ja, komm mal mir nach. Links wäre halt wieder das Ritual deswegen, aber... Okay, lass mal rechts gehen, okay, dann links. Ja, da ist, da wo ich war, da ist ein Baumstamm auf dem Weg da gewesen. Mhm. Wo bin ich denn? Wir gehen jetzt nach rechts, links. Wir gehen jetzt nach links. Wir gehen jetzt zur Heimat. Alter, wo bin ich? Ich bin ja vollkommen lost gerade. Wollen wir sonst erstmal. Warte, Cornet, sonst dreh nochmal um. Dann gehen wir hier erstmal zur Spitze. Nein, hier ist ein richtig dunkler Wald. Das. Ja, gut. Hä? Richtig dunkler Wald. Ja, dann lasst da nicht, warte, dann geht ihr und ich geh zu Cornet, weil sonst ist kacke, wenn er alleine geht. Ja. In welche Richtung ist das, Cornet? Oh, ja, ich hab wieder so ein Ding gefunden. So ein... Schädel. So ein Schädel. Das bedeutet alles. Ich muss erst mal gucken, wie ich da hochkomme. Motte! Ja, was zeigt sogar schon jetzt das Ritual, oder? Was denn? Siehst du das? Naja, was? Gerade... Ich seh gerade so ein riesiges... Von hier oben sehe ich so ein riesiges an. Warte, ich komm gleich. Riesenrad sehe ich. Wie komme ich denn hier hoch? Einfach hier hochlaufen. Zurück. Hochlaufen. Komm zu mir, hier ist so ein ich sehe hier gerade vor mir so ein riesiges... Decker, einfach hochlaufen. Ja, aber wo? Hier. Hier? Ach, hier. Einfach den Weg lang. Was hat Leute willkommen? Siehst du das riesige... Ja, ich sehe es. Du siehst es auch, oder? Ich sehe es auch. Verrückt, oder? Nein, du bist nicht verrückt. Was? Willkommen. Wir müssen zu dieses Riesenrad, glaube ich. Wenn das da so opfer steht. Wo? Ist halt da hochgekommen überhaupt? Einfach den Weg lang. Oh Lord. What the fuck? Du siehst es auch, oder? Können wir da hin? Ja.
Das ist nicht nur ein Riesenrad, das ist doch schon ein ganzer Park. Da hinten sehe ich sogar noch so einen komischen... Ja, weg hin. Ja, lass da hin. Das ist ein... What the fuck? Einfach runter. Ja. Oh, ist hier. Er ist hier. Lauf, Cornet, lauf. Oh nein, ich glaube, er targetet die anderen Cornet. Wir können es rausschaffen. Wieso, ich bin gerade... ja, er ist an mir vorbei. Nee, er targetet dich da. Er ist gerade an mir vorbeigelaufen. Nein. Cornet. Ey, Wendigo. Nein, lass ihn doch nicht. Halt die Fresse. Wendigo, weg. Ich bin wieder down. Meine Fresse, warum geht er hier immer auf mich? Danach geht er mal auf mich. Du bist auch hin. Nein, ich bin da. Ich helfe Cornetto. Das läuft weg. Cornetto, du stehst wieder. What the fuck ist das? Also, das sieht richtig geil aus. Das ist ein Freizeitpark. Wollen wir Achterbahn fahren? Alter! Lass zurück! Oder? Also, nee. Ich geh jetzt rein. Ich geh jetzt auch Riesenrad fahren. Wartet, wir müssen alle in eins reingehen, okay, Leute? Kuscheln. Das geht nicht wirklich! Ich will mit. Kuscheln! Wir können jetzt wirklich Riesenrad fahren! Wir machen jetzt eine ganze Spritztour, okay? Okay, das klingt okay. Nicht sehr vielversprechend, wie das gerade geknistert hat. Da hinten ist schon ein Karussell. Doch, es geht los! What the fuck? Ja, aber es dreht sich ultra langsam. Ja, was wahrscheinlich auch kaputt ist. Ja, wollen wir runtergehen wieder schnell, bevor wir... Nein, wir bleiben jetzt hier. Ich will das ausprobieren. Kann man an Fallschaben sterben? Nein, du bist nicht gerade. Juhu! Einmal muss rausgehen. Juhu! Wir machen jetzt eine Challenge, okay. Aber what the fuck ist das hier? Ja. Hat man das nur bei Nacht gesehen, oder was? Ja, das weil das ist so riesig, oder dass taucht es, oder ist es so ein Geisterpark? Ja, der war aber auch. Der ist auch irgendwie nur aufgetaucht, als es Nacht war. Weil es vielleicht so ein Geisterpark ist, wo er nur auftaucht. Mhm. Warte, vielleicht ist ja ganz oben irgendwas, wo man dann. Vielleicht sieht man dann ganz viel und kann ein bisschen die Map erkunden da. Ja. Gleich wird's Tag und das Riesenrad verschwindet und wir sterben alle an Fallschaden. Hat er schon eine Kamera? Ja. Oben auf das Ding draufsetzen. Warte. Ich, drop. Ja, ihr seid alle auf ein Ding. Ja, ist unter... Warte, das ist durchgefallen. Jetzt ernsthaft, oder? Ist es durchgefallen? Ja, what the fuck? Was war das für eine Lache? Alter. Wow. Warum? Hey, was ist da? Warte, kommt ein zurückgesprungen, damit du schnell die Kameras nehmen kannst. Ja, Cornet ist runtergefallen. Aber ich glaube, die Kameras sind nicht fest tatsächlich. Weil die Items liegen auch nicht einfach drauf. Kannst du runterkommen? Ja, lass mal wieder runter. Ah, ich bleib hier und der guckt da noch. Nein, komm mal runter einfach. Warum? Juhu! Hey, runterkommen. Oh, kannst du mir troppen? Kannst du mir troppen? Ja, warte. Ich spring auf die Achterbahn drauf. Sehr schön. Das ist eine Achterbahn? Das ist eine Achterbahn, da spring ich gleich drauf. Lol! Als ob du das jetzt bemerkt hast. Ich auch. Alter, wie viele Kameras hast du? 3. Junge, übertreib halt deine Lage. Wieso hab ich das Gefühl, dass in irgendeiner Kabine hier ein Skelett drin ist? Ich bin auf der Achterbahn. Oh, und ich bin runtergefallen. Ich wette, da ganz oben hätten wir noch irgendwie vielleicht noch was gesehen. Das ist ja eine Das ist das schnellste Riesenrad, was ich je gesehen hab. Jetzt, ja, die sind doch eigentlich immer richtig lahm. Nein, aber nicht viel schneller. Aber nicht so langsam wie dies hier. Oh, Scheiße. Es ist da! Ich sehe es da hinten! Ich sehe die roten Augen! Ist es sein Lieblingspark oder so, weil er da rumkramt? Ich glaube, er wohnt hier! Ich fahre jetzt mit einem Ding mal ganz nach oben. Ich möchte mal sehen, was man von oben sehen kann. Lass mich mit, dass Wendigo kommt. Lass mich mit, Hilfe! Seid keine Pussys! Nee, ich gehe jetzt nur rein, um zu gucken, was man alles oben sehen kann. Und warum bist du durchgepackt? Mal sehen, kann er eigentlich von hier aus... Nee, er kommt ja nicht her. Keine Lust. Er kommt irgendwie nicht in den Park rein. Vielleicht nee, kann er das nicht. Abschreckung. Ja, Mike, er möchte nicht hier rein. Ja, Saka, lass mal runter. Saka, komm mal runter. Ja, warte, ich komm. Wir lassen Dark nur hochfahren. Ja. Cornet, komm mit.
Also irgendwie nee. Es kommt halt irgendwie nicht in den Park rein. Vielleicht ist der Park nur nachts da so ein Safe-Raum-mäßig Ding. Kann sein. Er ist doch drin, hä? Nee, er steht davor und kommt nicht näher. Haben wir ein Schlupfloch gefunden? Wahrscheinlich. Wir können ja sehen, ob das Teil hier gleich verschwindet. Es wird gleich Tag. Ja, weil das ist so groß, das hätten wir doch eigentlich sehen müssen. Mhm. Jetzt kommt es. Oh ja, er geht auf mich. Ich bin down. Noch kein Safe Spot. Ist euch jetzt mal ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass Wendigo einfach 5 Milliarden Menschenköpfe an sich trägt? Nein. Das hab ich nicht gesehen. Oh nein, ich bin gleich fast oben. Oh. Es läuft wieder weg, Viel Spaß. Ja, es wird ja gerade sowieso Tag, also. Dieses Atmen. Von dem Charakter oder jetzt von mir? Charakter. Okay. Pascal, wo bist du kommt? Bei den Pferden. Ja, lass ein bisschen umgucken halt. Ja, würde ich sagen. Hier ist die Achterbahn. Aaron. Ja? Drück mal Tab und auf Kamera 7. Kamera 7 ist richtig gut gesetzt. Ja. Mal einfach auf der Achterbahn, geil. Aber sobald... Das ist der Einstieg für die Achterbahn. Aber sobald ihr eine neue Kamera setzt, kann ich Kamera 7 nicht mehr sehen. Okay. Keine Ahnung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier zumindest noch einen Clou finden werden. Das hört sich also nicht gut an, dass diese ganze Zeit dieses... Die Frage. Ja, also wenn was passiert, bin ich derjenige, der mal die Arschkarte gezogen hat. Ich bin schon fast oben. Von ja. Wo geht die Achterbahn denn los? Das will ich mal wissen. Achterbahn? Die Achterbahn? Die Achterbahn? Und wo geht denn die Achterbahn los? Warte, hier ist wieder so ein Schädel. Ja. Achterbahn. Ja, zeigt wieder aufs Ritual der Schädel. Ist das eine Hürde oder ist das ein Stein? Ne, das ist ein Stein. So, also ich glaube, der Park verschwindet nicht, wenn es Tag wird. Naja, Leute, festgestellt habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal, wir sind ja am Arsch der Welt, also keine Zivilisation in der Nähe. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Nee, das sieht so aus wie diese Haare, Junge. Die Achterbahn hat nicht mal einen Beginn, nicht mal einen Einstieg. Ja, ich sehe es gerade, die geht hier einfach nur im Kreis entlang. Ist doch gut. Ja, hier muss doch irgendein Skelett oder so sein. Also ist da hinten irgendetwas? Was ist das, so ein Lache? Kommt von diesem, Ding hier. Riesenrad, diese Musik da. Und da so manchmal Lache. Ja. Alter. Was? Siehst du mich über die Kamera oder was? Ah ne, du bist da. Achso, du bist mir gefolgt! Das ist mir jetzt aufgefallen. Ja. Aber man sieht hier nicht allzu viel. Leider. Oh, warte, was? Da hinten ist ein kleiner Teich. Ein kleiner Teich, oder? Rally, Mo! Weiß ich mich da. Also, man kann vielleicht kein, siehst man du das Ritual ja gerade. Man kriegt keinen Fallschaden. Also, man sieht hier nicht. Kriegst du Fallschaden? Nein. Okay. Man sieht hier leider nicht allzu viel, weil alles ist halt noch in dichten Nebel gehüllt. Ja. Das zeigt also wieder aufs Ritual der Schädel hier. Ja. Ich habe erstmal eine kleine Frage. Warum haben wir das? Hütte? Warum haben wir das große Ding erst jetzt gesehen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ey, ich habe vielleicht eine Idee. Ja. Die Schädel, vielleicht zeigen sie an, in welche Richtung wir laufen sollen. Ja, wir haben sie alle verstellt schon. Ja, aber guck mal. Es zeigt auf das Ritual. Wenn wir weiterklicken, zeigt es ja vielleicht die nächste Destination. Destination. Ja, Denglisch lässt grüßen gerade. Okay. Pascal, du bist gerade wieder zu nah dran. Geh doch kurz weg. Ja, okay. Dann
Ach, ich verpiss euch jetzt schon! Nein. Ja, also jetzt würde ich sagen schon, weil im Freizeitpark war jetzt nichts Besonderes. Doch, finde ich schon. So, toll. Ich finde, wir konnten Riesenrad fahren. Ich wollte noch mal 10 Minuten Riesenrad machen. Ja, gerne, komm, ich mach mit. Also ich finde, wir sind Riesenrad vorbei. Riesenrad. Komm, wir gehen unseren eigenen Weg. Wir gehen unseren eigenen Weg. So. Ich finde, du bist ein kleines Kind, weißt du das? Riesenrad. Oh Mann, wie ein bisschen scherzen hier, oder was? Nö, einfach so. Weißt du? Ja. Wow. Dark, wollen wir irgendwann nochmal Riesenrad fahren? Mit dir denn nicht. Lass uns das keine 10 Minuten, du machst daraus 2 Stunden. Ja. Hier, als ob wir das Riesenrad wirklich nie gesehen haben. Ja, ist halt echt so. Da weil, das, ja. Guck mal, das sieht man schon von hier aus, sieht man das schon. Aber wir sind halt da nie lang gelaufen. Mhm. So. Wo sind die anderen jetzt? Hallo? Ach, da. Also Colin und ich gehen dir gerade irgendwo hoch. Ja, Aaron ist glaube ich auch da, oder bist du das? Ich bin das. Nee, das ist. Aaron ist am Arsch der Welt gerade irgendwo. Ich gehe gerade ein bisschen lang. Wir erforschen die Gegend. Wir sind die Ghost Hunters. Das waren wir in Rake. Ja, das sind wir hier auch. Wir sind hier nicht mehr die Ghost Hunters. Jetzt sind wir hier die, ich hab das. Horror der Explorer. Genau. Ja, das sind die Scribble Notes. Scribble Notes? Warum? Das Spiel hat aber. Weil, ich hab das Spiel, ich hab an dem. Ja, ich hab das Spiel auch. Aber okay, das Spiel hat gar nichts damit zu tun. Bei dem Spiel hast du ein Notizbuch, womit du jede Scheiße machen kannst. Warte, hat sein Lizard abgezogen? So, ja. Ich verfolge euch auch mal wieder. Ich hab eine schlechte Neuigkeit für euch. Was denn? Los, was auf K. Wieso? Ah, okay. Meine Mutter ist wahrscheinlich reingekommen und wollte jetzt irgendwas an ihm. Also, viel Spaß. Dankeschön. So. Ja. Also, ich droppe euch nochmal meine Sachen. Vielleicht braucht ihr die. Aber ich würde trotzdem hier auch kurz mal ein Part beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, aber und krieg die Schlussworte. Bitte zu mir, Lohngott. Du bist also, nicht Abend. Halt die Fresse! Du hast nicht das Recht auf die Schlussworte. Ach, natürlich. So, bitte einmal. Du hast die Melonga verraten, Aaron. Kein Metal Gang mehr in deinem Namen. Ist mir gerade scheißegal. Ich weiß, dass es dir egal ist. Für Aaron. Ja, gut, ciao. Ciao.